Oh, gleich kommt das beste Testbot. Das kann nur wieder interessant werden, obwohl zwischendurch waren noch langweilige Sachen unser dabei. Bestes von der See. Ich habe eine geheime Notiz. Gab's eigentlich nur Algen? Oh, scheiße. Die haben ja 2 Uhr. Oh ja. Gar nicht mitgekriegt. Du bist ohnmächtig geworden. Du bist wahrscheinlich irgendwo... Wo bist du denn umgefallen? Ich war in der Mine. Du warst in der Mine? Ja, ich hoffe, ich verliere jetzt keine Items dadurch. Oh, scheiße. Wir verlieren auf jeden Fall Geld, so viel ist klar. Doch nicht. Hier steht zumindest nicht, dass wir Geld verloren hätten. So, Erntetag, ganz wichtig, Erntetag. 21 Gold wird in Rechnung gestellt für deine Rettung. Mehr warst du wohl nicht wert. Mehr hatten wir nicht. Greetings, it is I, the Queen of Sauce. Heute gibt es Maple Bars. Ich habe gelernt, Maple Bars zu kochen. Hi, Lea. Wir müssen ernten, 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 ernten und neu pflanzen. Ja, Lea hat mir einen Pilz gegeben, Moment. Mann, das ist total scheiße, dass ich nur überall so verzweigt, vereinzelt irgendwas ernten kann. Das nervt. Oh, 19 Gold hat es gekostet. Wie komisch haben wir denn bitte die Felder angebaut? Es sind nur immer mal so einzelne. Ja, irgendwie sind nur ein paar groß geworden. Und die herauszufinden ist echt schwer. Wenn man das kaum erkennt. Kannst du mal überall hier zwischen nochmal Erde machen, also hacken. Wenn ich herausfinde, was hier im Weg ist. Wieso steht hier ein Sprinkler mitten im Weg? Ach, egal. Bob. Bob. Bob, fast die Pflanze getroffen. Ich hab da mal ein bisschen was geerdet. Wie viele Tage hat nochmal ein Monat? 28, ne? 28. Wie lange braucht die Pflanze? 13. Das heißt, wenn alles klappt, am 28. Nicht eigentlich am 27. Ja, wir haben am 1. angepflanzt, oder? Und dann vielleicht 27. Obwohl, das braucht jetzt auch alles wieder einen Tag länger. Ich habe keine Ahnung. Das ist merkwürdig. Ist da unten, da unten ist nichts mehr. Nee, die brauchen noch viel länger. Okay, weil ich gehe auf Nummer sicher und pflanze jetzt hier überall noch was an. Eieiei, wenn das mal passt. Ich werde, glaube ich, gleich zu einer radikalen, Was ist das denn? Was denn? Reis? Plant these in the spring. Takes 8 days to mature. Grows faster, planted near body of water. Harvest with a scythe. Oh cool, ich hab Reis. Reis! Gab's Reis schon immer? Es gibt Reis. Doch, den gab's schon immer. Was? Reis gab's schon immer, oder nicht? Echt? Ja. Konntest du den nicht ganz normal kaufen bei Pierre? Kann sein. Ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern, das ist zu lange her. Moment, wo kommt die Sternfrucht hin? Okay, Fässer, okay, 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 okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier ist alles fertig an Sternfruchtwein. Ich nehme das mal als ja. Ich schätze mal, das sind 200.000. Aber morgen ist dann wirklich schon knapp. Wenn wir alles, was wir morgen pflanzen, ist das dann noch fertig am 28. Ich weiß es halt nicht. Scheiße.
Also wenn wir es ja am 1. eingepflanzt haben und jetzt bis zum 14. gebraucht haben. Nee, das meiste brauchen wir ja bis zum 15. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob wir das direkt wirklich am 1. gepflanzt haben oder manches halt nicht. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Ich weiß es auch nicht. Das ist halt gerade das Problem und ich möchte jetzt nicht 1000 Dings in den Sand setzen. Ich auch nicht. Machen wir es lieber nicht. Doch. Wir müssen. Kannst du nochmal gucken im Video von damals, wann wir die angepflanzt haben. Ich würde es gerne tun, aber ich kann es nicht. Wieso nicht? Weil ich jetzt nicht raus habe mitten in der Aufnahme. Oh nein. Oh, ich habe ja noch einen Saatguterzeuger hier drin. Wo kommt der denn her? Guckst du gerade nach? Guter Junge. Wo sind die Batterien da? Okay. Kann es sein, dass wir einfach nicht alles... Oder, nee, das kann auch nicht an dem Dünger, doch, an dem Dünger könnte es liegen. Manchmal ist hier Dünger, manchmal nicht. Oder haben wir manches nicht am ersten Tag bewässert und dadurch hat das einen Tag länger gedauert? Ist das auch möglich? Kann sein. Wenn es nicht gegossen wird, dann... Aber wir haben doch überall Sprinkler. Ja, aber ich meine direkt am ersten Tag. Da war ja vielleicht nicht überall der Boden nass. Ha. Und eventuell ist es ja so, dass es das um einen Tag verkürzt hat. Ich kann mir halt nicht erklären. Also wir können ja unmöglich so angepflanzt haben, wie ich gerade geerntet habe, weil dann hätten wir wirklich kreuz und quer immer eingesetzt. Nee, ich habe keine Ahnung. Große braune Couch. Wow. Das hat sich ja richtig gelohnt, ey. 74 Saat habe ich noch, das ist echt wenig. Also ich werde jetzt heute noch so viel anpflanzen, wie halt geht. Und, also ich hoffe, dass wir dann morgen den Rest ernten können. Weil wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Wir haben voll wenig Kohle. Ich weiß. Das, was wir gerade machen. Wir sind gerade halt in dieser blöden Reinvestitionsphase. Wenn wir all das, was wir jetzt als Sternfrucht hier auf dem Hof haben, als Sternfruchtwein verkaufen können, dann haben wir ausgesorgt. Das dauert halt ein bisschen. Und deswegen will ich ja halt auch mehr Eichenharz haben, weil ich... Also wir brauchen einfach viel mehr Fässer. Wir brauchen so unglaublich mehr Fässer. Das ist... 3-11. Haben wir noch irgendwo Iridium-Sprinkler? Ey, auf dem Feld haben wir welche stehen, ja. Aber wir haben keine mehr, die frei sind. Ich wüsste gerade keine. Haben wir noch Iridium? Ich weiß nicht, ob wir da noch was von haben oder ob du es verkauft hast. Wieso geben die Tiere keine Milch? Ich streiche die doch schon jeden Tag wieder. Wir haben 8 Iridium. Wir brauchen für die Iridium-Sprinkler ein und Goldbarren und eine Batterie. Kann man den Käse noch weiter verarbeiten? Nicht, dass ich wüsste. Kann man den nicht in die Kellerfässer packen? Zum Altern? Ja, da ist aber alles voll. Nein, nicht alles. Wie, da ist nicht alles voll? Da sind Fässer frei. Willst du sagen, willst du damit andeuten, dass ich gepfuscht habe? Das ist das, nein, was aber du... ich
Das ist das, was du sagen willst. Das ist das, was du sagen willst. Wir haben ja, wir haben gar keinen Platz, dass ich noch irgendwo irgendwas anpflanzen könnte. Jetzt habe ich den Käse gegessen. Das beschreibt alles wunderbar. Wem gehört das Grab hier? Ist es deins? Hast du schon mal dein Grab ausgehoben? Ich weiß es nicht mehr. Das steht da schon sehr lange. Das muss da weg. Nein. Doch. Nein, ich habe gesagt, das Grab bleibt stehen. Versetze es. Ich kann das Grab nicht versetzen. Warum denn nicht? Da ist doch niemand drin. Ja, Friedhof, du kannst das Grab nicht versetzen. Du bringst Unglück auf diesen Hof, wenn du das machst. Kev! Wir spielen nicht Phasmophobia, das ist Stardew Valley. Du kannst das Grab nicht versetzen, sonst wird die Sternfrucht nicht fertig. Was für eine Sternfrucht? Wovon redest du denn? Alle. Wenn ich das Grab versetze, dann geht hier alles ein. Kev. Ich brauche Platz. Aber nicht an diesem Grab. Sonst reißt du es ein, dann hast du das Unglück. Dann hast du das Unglück beschworen. Ich bin unschuldig. Ich wasche meine Finger nicht in Indianerblut. Du hast sie doch nicht mehr alle. Ja, doch. Denn ich weiß, dass dieses Grab heilig ist. Wieso ist denn hier jetzt der Weg weg? Dieses Stück Weg hier unten bleibt? Hörst du mir zu, wenn ich rede? Ich sagte doch eben, ich brauche Platz. Ja. Nein. So. Jetzt habe ich noch eine Sternfrucht und die behalte ich. Also, das nächste, was passieren muss, ist, wir brauchen enorme Mengen an Eisen und Kupfer. Und mit enormen Mengen meine ich enorme Mengen. Ich habe schon ein bisschen Kupfer eingeschmolzen, darum war ich vorhin in der Mine. Du versetzt ja gerade das Grab. Ich dachte, das bringt Unglück. Warum machst du das, wenn es Unglück bringt? Redest du jetzt nicht mehr? You're gonna die. Ups. Ups. Ich wollte beten, aber ich habe das Grab getreten. Warte mal, ich habe einen Grabwächter. Er passt auf das Grab auf. Wunderschön. Hello. Hello darkness, my old friend. I've come to talk to you again. Oh, warm. So, ins Bett. Ist es nicht klug, wenn man das Bett einfach irgendwie vor den Eingang legt und direkt da ist? Ja. Wäre zumindest effizient. Das ist doch nicht schlecht. 229.000. Besser als so kriegt man kein Geld. Eieieiei, da ging ein bisschen Geld durch.
Ja, und das waren nur 76, glaube ich. Jetzt überleg mal, wie viel wir angepflanzt haben auf dem Hof. Und das ist jetzt alles fertig. Look at it. Look at it. Echt lustiger Beat, den ich hier habe. Okay, also wenn wir etwas pflanzen, müssen wir es zur Sicherheit auf jeden Fall bewässern. Und zwar sofort. Schade, dass es nicht so, so ein Schnellerntesystem gibt. Das wäre deutlich einfacher. Ich wäre fast ins Bett gegangen zum Schlafen. Was machst du gerade eigentlich? Der Hof ist voll von Sternfrucht, du musst es ernten. Ich räume meine Wohnung um. Das ist gerade völlig unwichtig, wir müssen es ernten. I'd like to give you my wife a star fruit for an anniversary. Du kannst deine Sternfrucht haben. Du kannst das auch machen im Winter. Nee, Kent will eine Sternfrucht haben. Wir haben keine Sternfrucht. Mein ganzes Inventar ist von der Sternfrucht. Wir haben keine Sternfrucht. Wir haben keine Sternfrucht für Kent. Natürlich, eine haben wir übrig. Kev, ich habe Inventur gemacht. Wenn auch nur eine Sternfrucht fehlt nachher, dann zerstöre ich dein Haus. Gib mir einen genauen Zahlen. Hä? Ja. Irgendwie klingt das ganz anders, wie du gerade erntest. Was machst du denn? Wie erntest du? Gib mir einen genauen Zahlenwert. Wie erntest du? Hä? Mit Rechtsklick. Mehr auf einmal oder einfach nur so ganz normal aufsammeln? Kannst du mal antworten, du Bimbo? Nee. Warum nicht? Warum kannst du nicht antworten? Wo erntest du denn? Du stehst da doch! Hey, wieso geht das jetzt nicht mehr so schnell? Womit war das? Ach, hier ist ja so eine Tanuki-Vogelscheuchicht. Ich dachte gerade, was haben wir für eine geile Mauer hier? Aber ich find's geil, wie sein Hodensack direkt durch die Mauer zensiert wird. Sein Hodensack. Also, ich habe gerade über 600 Sternfrucht gesammelt. Ich nicht. Aber ich habe Johannes gestreichelt. Ich hab den kleinen Johannes gestreichelt, ne? Du hast den kleinen Johannes gestreichelt, mhm, verstehe. Den kleinen Johannes, mhm, okay. Und Hackfried. Du hast den kleinen Johannes gestreichelt. Hörst du dir eigentlich zu? Hä? Hey,
Nur weil ich Johannes streichel, heißt es doch nicht, dass ich mir nicht zuhöre. Du hast den kleinen Johannes gestreichelt, Kev. Ja, natürlich. Streichelst du den kleinen Johannes oft? Wenn ich dran denke, ja. Wie oft? So einmal am Tag. Öfter kann ich ihn ja nicht streicheln. Du streichelst den kleinen Johannes einmal am Tag, okay. So, wo soll ich denn jetzt die Sternfrucht hinpacken? Wie viel Sternfrucht habe ich denn? Sag mir eine Zahl. Tu die Sternfrucht in den die grüne Truhe. Welche grüne Truhe? Bei mir am Haus. Gott, wie komme ich denn da ran? Und wo kommen Batterien hin? In eine der braunen Truhen, soweit ich weiß. Ah, hier. So, das ist jetzt ein ziemliches Risiko. Wir könnten, warte mal, Dünger. Ah, nee. Ich glaube, Dünger erhöht nur die Qualität, oder? Ja, erhöht es auch, ja. Außer das sind Turbo-Fertilizer. Ja, aber die jetzt zu besorgen, das ist Quatsch. Schaffen wir eh nicht. Oh oh. Oh nein, Zwischensequenz. Du hast echt das unfassbare Talent, in den dümmsten Momenten nicht zu arbeiten. Das ist echt eine Sensation. Ich habe eine Zwischensequenz. Ja, Clint, ich kenne die sogar schon. Oh, hey. Moment, Moment, der Boden ist hier schon überall feucht, das heißt, man muss sie nicht gießen. Ja. Sie sind ja feucht. Natürlich sind sie feucht, ich habe sie geerntet. Nachdem du den kleinen Johannes gestreichelt hast? Ja. Nee, Moment, vorher. Ich hab mal gehört, wenn du den kleinen Johannes vorher gut streichelst. Legt er Eier? Ja. Dann kannst du länger ernten. Ja, dann legt er Eier und daraus kann ich dann Mayo machen. Johannes Mayo. Johannes Mayo. Mario vom kleinen Johannes, nachdem du ihn gestreichelt hast. Schön. Warum sagst du jetzt nichts mehr? Weil die Zwischensequenz vorbei ist und ich vergessen habe, was ich machen wollte. Es war auf jeden Fall was Unproduktives, das weiß ich. Natürlich. Oh, hier war noch Sternfrucht. Was anderes von mir? Wir müssen uns ein Feierabendbier gönnen. Haben wir überhaupt noch Bier? Keine Ahnung. So. Ich habe 500 Mal Sternfrucht Saat neu eingepflanzt.
Oh oh. Fünfhundert Mal. Fünfhundert? Dafür brauchst du ja Sprinkler mal 5 mal 5 Minuten, das ist der Fleck vom Sprinkler selbst, das heißt also 24, da brauchst du ja 21 Sprinkler für. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 21, 22, 23. Okay, wir haben mehr als, was auch immer ich gerade als Zahl gesagt habe, an Sprinklern. Wir haben extrem viele Sprinkler. Da unten sind ja noch mehr. Das sieht mir aber mehr aus, das sieht mir aber aus als mehr wie 5, 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 5. Nase. 5, 5, 5, Nase. So. So. Wo ist denn das Rezept? Wir brauchen viel... Harz noch Spaghetti. Wir brauchen viel mehr Eichenharz. Viel mehr. Was brauche ich denn, um Spaghetti zu machen? Weizenmehl und Tomaten. Ah. Es wäre wirklich hilfreich, Kev. Wirklich hilfreich. Ich habe mich um die Tiere gekümmert. So, haben uns die Tiere letztens auch 220.000 auf einen Schlag gebracht? Ja. Ein Sternfruchtwein bringt 3.150. In der nicht-lila-Variante, ja. Ja, und jetzt überleg mal, wir haben gerade 600 Sternfrucht gesammelt. 600 mal 3.150. Weißt du Bescheid? Weitere 500 sind angepflanzt. Und ja, 1,8 Millionen. Ja. Was sagst du dazu? Der Regen macht mich depressiv. Warum? Hier ist schon was Goldenes fertig. Mancher von den zwei Weine sind schon golden. Hier stimmt irgendwas nicht. Manche Pflanzen sind anders als andere. Guck. Wo? Hier, das verstehe ich nicht. Die sind gleichzeitig angepflanzt worden. Look. Der ist anders als der. Ja. Warum? Weiß es nicht. Es gibt keinen Grund dafür. Es gibt ihn einfach nicht. Und das Schlimme ist, wenn sich nochmal was verschiebt, dann wird es nicht mehr fertig. Ja, ich glaube, alle die jetzt so sind, werden nichts mehr. Oder kann man da noch Dünger runterschieben? Nö. Ich glaube nicht. Ich pflanze jetzt auf jeden Fall nichts mehr an. Ich habe ja eh nichts mehr zum Anpflanzen, von daher ist es sowieso wurscht. Wo kriegt man... Nee, eigentlich, also wenn sich nichts ändert, müsste sie ja am 12., am 28. fertig werden. Also pünktlich zum letzten Tag. Sag mal, wo kriegt man schneller... Wo kriegt man schnell Kupfer und Eisenerz her? Geht man dafür trotzdem in die Schädelhöhle? Ich wäre jetzt in die normale Mine gegangen, aber keine Ahnung, wie man das am schnellsten herkriegt. Ach so. Hey. Ja. Made lots of Spaghetti. Wenn du willst, können wir ja in die Höhle gehen. Okay. Welche Höhle? In die Schädelhöhle. Ich wäre jetzt in die normale gegangen, wie gesagt. Nö.
Wieso haben wir gerade Geld verloren? Wir haben Geld bekommen. Achso. Ich fahr mal in die normale Höhle. Warum? Weil hier auf den oberen Stockwerken Kupfer ist. Ja, aber in der anderen Höhle haben wir Chance auf andere Sachen. Ja, aber wir wollten doch jetzt Kupfer haben. Ja, aber wir wollen vielleicht auch andere Sachen haben. Also ich dachte, wenn wir gezielt erstmal was haben wollen, dann sollten wir es gezielt haben. Ich hoffe, ich überlebe in der Schädel. Guck mal hier. 5er Block an Kupfererz. Da-da-dam, 17 eingesammelt. Hier ist noch einer, zack, ich habe noch 20 hoch. So, Leiter finden, da ist die Leiter, nächste Ebene. Ist hier irgendwo Kupfer? Bup, 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 bup. Ja, da oben. Bop. Nochmal 4 Kupfer. Und aus dem Stein kam auch noch ein Kupfer. Ich habe sogar 5 eingesammelt jetzt auf dem Stockwerk. So, nächstes Stockwerk. Gegner, kann ich ignorieren. Ich sehe kein Kupfer, also gehe ich tiefer. Hier ist Kupfer. Direkt einsammeln, zack, wieder 3 mehr. Easy peasy. Und, bist du schon in der Mine? Ich bin in der Mine, ja. Und wie viel Kupfer hast du schon? 0, halt die Schnauze. Okay. Oh, guck mal, eine Kupferader. Tadam, 5 Kupfer mehr. Hast du auch schon Schattenessenz gefunden? Nein, weil wir die nicht haben wollen. Dafür haben wir genügend in der Kiste. Wir brauchen Schattenessenz. Wofür denn? Wir brauchen Schattenessenz. Und wofür? Wir brauchen Schattenessenz. Du weißt nicht mal wofür. Also wir brauchen Schattenessenz. Aber nicht aktuell. Wie viel Eisenerz hast du denn? Gar nichts, weil ich nicht nach Eisenerz suche. Ja, genau. Du suchst nicht nach Eisenerz. Das heißt, wenn da Eisenerz ist, läufst du dann vorbei, oder wie? Nein, weil es auf dieser Ebene noch kein Eisenerz gibt. Ja, weil du in der Lobob-Mine bist. In der Easy-Mans-Mine. So, ich gehe mal in ein anderes Stockwerk. Da ist noch hier ein Fahrstuhl. Und wie viel Golderz hast du schon? Nichts. Tja. Das überrascht mich nicht. Dafür habe ich jetzt Eisen. Ja, ich auch. Wie viel Eisen hast du denn? Verrate ich dir nicht mehr. 3. 4. Oh, das ist sogar schon 7. Okay. Huch, das ist ein neuer Gegner. Die ganze Ebene kommt mir noch gar nicht bekannt vor. Frisst das, ey. A blacksmith can open this for you. These tools can contain ancient. Okay. Ganz andere Items auf einmal. Wo bin ich hier gelandet? Kannst du mal aufhören? Nee. Kennst du die fliegenden Totenschädel schon? Ja. Die fliegenden Totenschädel. Ich hab sie irgendwie nicht mehr im Kopf. Die fliegenden Totenschädel gab's vorher schon. Okay. Autsch.
fucking Slime, ey. Irgendwie mag die Mine mich gerade nicht so, wie ich sie mag. Wieso? Jetzt will mir keine Ressourcen mehr spawnen. Oh, das ist aber schade. Woran könnte das liegen? Vielleicht, weil das die einfache Mine ist? Die Lowbob-Mine? Ich habe gerade einen Slime gegossen, weil ich das Maus verkehrt rumgedreht habe. Nein! Bist du tot? Nein. Gott sei Dank nicht, aber... Ich bin auch nicht mehr so lebendig, wie ich hier... Ich muss die Pinkman-Torte essen. Ich bin nicht mehr so lebendig, wie noch vor 20 Jahren. Mein armer Rücken. Fuck. Auf Thanos. Ei. Fuck. Gegner, böse. Ich hab einen Geist getötet. Ich mag die Geister. Tut mir so leid, wenn man sie tötet. Warum? Weil sie traurig sind? Oh. Ja. Schon halb 10 wieder. Das muss ich ja bald mal auf dem Rückweg machen. Was ist das hier für Zeug? Was kann ich wegschmeißen? Das Tor kann ich wegschmeißen. Das Harz kann ich wegschmeißen. Das Tor kann ich wegschmeißen. Kristallschuhe. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich muss abhauen. Ich musste gehen. Es gab keine andere Wahl. Tja. Keine so gute Ausbeute. An Eisen oder allgemein? Allgemein. Oh. Wie viel Eisen hast du denn jetzt? 38. Okay. 27 Kupfer, 50 Golderz, 12 Iridiumerz. Und da hast du auf jeden Fall mehr Gold und Iridium als ich, weil davon habe ich nichts. Aber ich bin noch nicht mit dem Ziel rangegangen, das zu sammeln. Ja, ja, bla, 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 bla. Ich sag schon nicht weiter. Ich sag auch nicht, wie viel ich gesammelt habe. Doch.
Will ich aber wissen. Also aktuell bin ich bei 115 Eisenerz und 62 Kupfer. Das ist gut. Das ist sehr gut. Geoden habe ich noch ein paar gefunden. Das reicht hoffentlich ein bisschen. So. Wofür kann man den ganzen Schleim nochmal später benutzen? Ich weiß es nicht, außer für die Schleimhütte, keine Ahnung. Oh, it's getting late. Ja. It's getting late. Ich sehe gerade so viele Rohstoffe auf dieser Ebene und ich muss raus. Nein. Is hitting the sack? Achso. Waldes haut sich hin. Warte mal, ich hol mir mal was zu trinken. Ja, ich muss hier eh erstmal rauskommen. Ah, das will ich noch haben. Lass mich weg. Ja, Mine verlassen. Oh Gott. Oh Gott. Yeah, Bastard. Lauf, meine Dame. Lauf. Hast du das fertig gepackt? Ja, schnell. Ich will mich in mein Bett legen. Das muss sein. Oh Gott, zum Glück rennt die Zeit so langsam. Du hast noch 50 Minuten. Ja, ich bin schon mal vor der Haustür. Ich habe das Bett näher gestellt. Hi, Lea.